Grand Slam! Wir kommen jetzt aber zur zweiten Starterin am heutigen Abend. Sabrina Patsch, ich habe es eben schon gesagt, sie ist aus Berlin heute angereist. Sie ist Quantenphysikerin und macht sich Gedanken darüber, wie wir Atome dazu bringen, das zu tun, was wir von ihr wollen. Macht einen großen Applaus für die zweite Finalistin am heutigen Abend, für Sabrina Patsch, meine Damen und Herren. Hi, ich bin Sabrina und ich bin ein Control Freak. Ha, da kennt sich jemand aus mit Gruppentherapie, ja, sehr schön. Ja, ich muss sagen, mich persönlich stört das gar nicht so sehr, aber ich habe rausgefunden mit der Zeit, er macht sich damit nicht so super beliebt. Zum Beispiel, als ich 15 Jahre alt war, habe ich E-Gitarre in einer Rockband gespielt. Und ich war damals nicht nur die Lead-Gitarristin, sondern ich war auch Bandleader. Und das ist einfach der perfekte Job für mich, denn ich habe einfach schon immer geliebt, anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Ich habe das geliebt, die anderen aber nicht, die haben mich nämlich wieder aus der Band geschmissen. Und deswegen bin ich jetzt heute hier, um mit euch über meine Kontrollsucht zu sprechen. Ich muss aber ganz ehrlich sein, es gab vor ein paar Jahren so einen Wechsel in meinem Leben, als ich nämlich meine Kontrollsucht nicht länger unterdrücken musste, sondern wo ich sie sogar zum Beruf machen konnte. Und zwar in der Physik. Und zwar habe ich herausgefunden, dass dieses romantische Bild vom Physiker, der unterm Sternenhimmel sitzt und über den Ursprung des Universums nachdenkt, ziemlich veraltet ist. Und was der Realität eigentlich näher kommt, ist dieses Bild vom kontrollsüchtigen Physiker, der versucht, die Welt zu unterwerfen. Und wenn man das so sagt, dann wundert es mich gar nicht so sehr, dass so viele Physiker später Superschurken werden. Es gibt übrigens verschiedene Bereiche, wo die Kontrolle eine unterschiedlich starke Rolle spielt. Und eine, wo das besonders stark so ist, ist die Quantentechnologie. Und Quantentechnologie klingt für viele immer sehr nach Science Fiction, aber tatsächlich ist das gar nicht so. Denn dieser Stream wird, naja, mehr oder weniger ermöglicht durch Quantentechnologie. Und zwar sowas wie Laptops, Smartphones basieren auf der Quantenphysik oder auch andere Technologien wie GPS, Laser, MRT, all das. Und das alles ist schon im 20. Jahrhundert entstanden, als damals Physiker dieses neue Wissen über die Natur genutzt haben, um daraus neue Technologien zu bauen. Und das kann man sich so vorstellen, dass sie so die Atome genutzt haben und quasi wie so Legosteine aufeinander gebaut haben. Soweit, so gut. Aber ihr werdet schon gedacht haben, na gut, Quantentechnologie, da habe ich jetzt was anderes erwartet. Und zwar, heute befinden wir uns in der zweiten Quantenrevolution. Und wenn wir uns jetzt die erste Quantenrevolution als so einen frisch gefüllten Obstkorb vorstellen, den wir jetzt benutzen können, ist die zweite Quantenrevolution eher so. Nämlich, wir versuchen die Welt zu formen und unnatürliche Formen zu bringen, die sie sonst nicht annehmen würde. Und das bekannteste Beispiel dafür ist tatsächlich auch der Quantencomputer. Und es gibt noch so andere Bereiche, über die eigentlich nie irgendjemand spricht. Aber sie alle basieren eigentlich auf dem gleichen Prinzip, nämlich darauf, dass wir versuchen, nicht Atome einfach nur zu verstehen, sondern sie wirklich wie so Knete neu zu formen, um daraus neue Technologien zu bauen. Wie macht man das jetzt aber? Da gibt es eine Königsdisziplin der Kontrolle, nämlich die sogenannte OCT, das steht für Optimal Control Theory oder auf Deutsch die Theorie optimaler Kontrolle. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit OCD, das hat auch was mit Kontrollverhalten zu tun, aber wir versuchen nicht Menschen zu kontrollieren, sondern Atome. Und OCT ist eigentlich auch ganz easy peasy, ich erkläre das mal ganz kurz. Und zwar, wir benutzen ein Funktional, um die Quantendynamik zu quantifizieren, und dann monoton konvergente Optimierungsalgorithmen, um das Update unserer Pulse zu berechnen, und dann müssen wir noch die Zustände rückwärts in der Zeit propagieren mit Hilfe der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung. Soweit, so gut, oder wir schießen mit dem Laser drauf. Der ganze Trick bei der Sache ist aber, der Laser muss nicht irgendwie aussehen, der Laser muss ganz speziell und komisch geformt sein, und wir versuchen jetzt rauszufinden, wie dieser Laserpuls aussehen soll, damit Atome nach unserer Pfeife tanzen. Und was genau heißt das jetzt eigentlich nach unserer, also was wollen wir jetzt eigentlich mit den Atomen machen? Stellen wir uns also jetzt erstmal ein Atom vor, und zwar ein Atom im Grundzustand. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, als ihr das vielleicht kennt. Da sind jetzt nicht mehr die Elektronen wie so Planeten auf Bahnen, sondern man hat so eine Wolke, so eine Elektronenwolke, und die Elektronen sind da jetzt irgendwo drin. Aber so ein Atom im Grundzustand ist erstmal relativ langweilig und kann nicht so viel. Was wir jetzt wollen, ist ein Atom im angeregten Zustand, genauer gesagt im F-Zustand oder wie ich ihn gerne nenne, der Fiesta-Zustand. Und wie bringen wir es jetzt dazu, dass das Atom tanzt? Das funktioniert eigentlich genauso wie bei Menschen, wie wir spielen, indem ich die richtige Musik vor. Und das klappt auch soweit ganz gut und ist eigentlich auch ganz einfach, wir wissen, wie das geht. Das Problem mit diesem Fiesta-Atom ist jetzt aber, das kennt ihr vielleicht von Partys, wenn jemand so ganz wild am Tanzen ist und dann irgendwie mal ein Bier zu viel hat, fällt er zurück in seinen Grundzustand. Und das wollen wir nicht. Wir wollen was sehr viel Stabileres, irgendwas, was auch robust dabei bleibt zu tanzen. Und was wäre denn stabiler als so eine Ballerina? Das Problem bei der Sache ist jetzt aber, wir wissen nicht so genau, wie wir jetzt diesen Ballerina-Zustand herstellen. Und das war eine Aufgabe in meiner Promotion.
Und der erste Schritt, den ich dafür angegangen habe, ist tatsächlich eine Methode, die ist sehr, sehr verbreitet in der Physik. Es gibt nur niemand zu. Ich habe nämlich geraten. Ich habe mir jetzt überlegt, was könnte denn funktionieren? Und dann habe ich mir überlegt, na, vielleicht diese Melodie. Und wenn wir uns jetzt angucken, was jetzt passiert ist, na, nicht so richtig, also nicht so super viel. Und jetzt kommt die optimale Kontrolle ins Spiel. Was wir nämlich jetzt machen, oder was ich jetzt gemacht habe, ist, wir variieren diese Melodie so ein kleines bisschen und gucken mal, was passiert. Das ist schon ein bisschen besser geworden, ist ein bisschen kleiner geworden, aber es reicht noch nicht, also machen wir das nochmal. Wieder ein bisschen besser, wir sehen, das Atom hat jetzt schon so ein Tütü. Aber auch ihr ahnt, dass das reicht nicht. Wir machen das jetzt so, naja, 100 oder 200 Mal. Und dann, was am Ende rauskommt, sieht dann ungefähr so aus. Wunderhübsch. Ich weiß nicht, also ich habe es noch nicht gesagt, glaube ich. Ich bin übrigens theoretische Physikerin und aus meiner Sicht ist das Problem damit gelöst. Ihr ahnt es schon, es gibt noch so ein Problem, und zwar eins, dem wir Theoretiker uns öfter mal stellen müssen. Und das ist die Realität. Und in meinem Fall ist die aufgetreten in Form von Experimentalphysikern. Denn als ich diese Musik komponiert hatte und so ganz stolz meine Musik zu denen gegeben habe und sagte, hier, spielt das doch mal, das kann alle unsere Probleme lösen, haben die so gesagt, nö, das können sie nicht spielen. Und sie haben es dann auch mal versucht und das klang dann so. Ja, Überraschung, das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich musste nochmal von vorne anfangen. Diesmal hatte ich aber eine geniale Idee. Ich habe nämlich was sehr, sehr Unorthodoxes gemacht. Ich habe mit den Experimentalphysikern geredet. Ich habe sie gefragt, wie schnell könnt ihr spielen, wie hoch könnt ihr spielen, was sind denn überhaupt Tonarten? Und dann habe ich dieses ganze Wissen genutzt, habe mich nochmal hingesetzt und nochmal neu komponiert. Und was dabei rauskam, sah nicht nur schöner aus, sondern sie konnten es auch tatsächlich spielen. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, okay, also Musik und Geigen, das habe ich jetzt verstanden, aber was hat das jetzt mit Physik zu tun? Das war es doch jetzt noch nicht, oder? Tatsächlich ist es sehr, sehr einfach. Es ist nämlich so, statt Musik haben wir den Atomen am Ende Radiofrequenzpulse vorgespielt. Das sind so elektrische Felder, die mit der Zeit so hin und her schwingen. Und die Experimentatoren, die haben auch keine Geigen gespielt, sondern die hatten so Elektroden mit so ganz komplizierten Schaltplänen, die ich tatsächlich auch nicht verstehe. Und was ich gemacht habe, ist natürlich auch keine Musik zu schreiben, sondern ich habe am Computer gesessen und so Code geschrieben und konnte dann die Spannungen berechnen, die die Experimentatoren an ihren Elektroden anlegen mussten, um den optimalen Puls zu finden, der es tatsächlich dann am Ende schafft, Atome Pirouetten drehen zu lassen. Und so schaffen wir es, der Quantentechnologie einen kleinen Schritt näher zu kommen. Ein Problem bleibt allerdings noch. Meine Kontrollsucht habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich gelöst. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich sogar noch Öl ins Feuer geschüttet, denn ich schaffe es jetzt, mit einem Knopfdruck die kleinsten Bausteine unserer Welt nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Was glaubt ihr, kommt wohl als nächstes? Dankeschön. Sehr verehrtes Publikum in Dortmund und im Stream, die zweite Starterin am heutigen Abend, Sabrina Patsch.